Es gibt freundschaftliche Bindungen, es gibt chemische Bindungen und dann gibt es natürlich auch noch Skitourenbindungen. Und über letztere möchte ich euch heute die wichtigsten Punkte erklären, damit die Wahl der Ausrüstung beim Einkaufen leichter fällt. Los geht's mit dem Winter-Grundlagenkurs. Die Skitourenbindungen sind ein einfaches Thema, wenn man sie oberflächlich behandelt. Da ich aus eigener Erfahrung weiß, dass dieses Thema unnötig trocken sein kann, wenn man sich vor allen Dingen in die Details verliebt, belassen wir es heute bei den praktikablen und vor allen Dingen den wichtigsten Infos. Also alle Leute, die hier schon viele Erfahrungen gesammelt haben und die Lehrbücher und Werkstätten dieser Welt schon ausgequetscht haben, werden hier keine Geheimtipps mehr kriegen. Das Video ist also eine reine Einteilung der Anwendungszwecke und Fakten für Einsteiger, aber hoffentlich nicht so trocken. Also fangen wir endlich an und gehen zur ersten riesigen und wichtigsten Unterscheidung, die es bei Skitourenbindungen überhaupt gibt. Das sind nämlich einmal die Rahmenbindungen und einmal die Pinbindungen. Fangen wir bei der reinen Erklärung an, was das ist, und dann schauen wir uns die Unterschiede in der Praxis genauer an. Die Rahmenbindungen kennt man in diesem Stil eigentlich aus dem normalen Ski-Alpinsport. Vom Prinzip und der Funktionsweise her sind sie nämlich gleich, also in der Abfahrt. Denn hier stellt sich der Abfahrer mit dem Ski in die komplette Bindung rein, der Schuh wird also umrahmt. Daher übrigens auch dieser Begriff. Und beim Tourenskischuh funktioniert das eigentlich ganz genauso, denn auch hier rastet man mit dem Schuh in einen Rahmen ein. Etwas anders ist es aber mit der Verriegelung, denn der Rahmen wird nur bei der Abfahrt fixiert, damit er beim Aufstieg hinten flexibel ist. Daraus ergibt sich gleichzeitig, dass man bei jedem Schritt den Rahmen unter der Sohle mit nach oben und vorne hebt. Ganz logisch. Die Pinbindung funktioniert hier ein wenig anders, denn diese besitzt keinerlei Rahmen. Das Resultat ist aber natürlich das gleiche. Pin heißt diese Bindung übrigens, weil sie vorne markante zwei Zapfen haben, die sich einander bedrohlich anschauen. In diese Zapfen werden die entsprechenden Inserts der Schuhe gestellt. Drückt man auf die Platte der Pins drauf, drückt eine Feder die Pins in die Mitte und fixiert den Schuh. Hinten kann man sich anhand einer beweglichen Hinterbacke nun das weitere Vorgehen aussuchen. Es gibt einmal einen Abfahrtsmodus und einmal einen Aufstiegsmodus. Beim Abfahrtsmodus wird der Schuh hinten fixiert und im Aufstiegsmodus so freigegeben, dass die Ferse beweglich ist. Wie die Ferse fixiert wird, das ist von Hersteller zu Hersteller etwas unterschiedlich. Bei der Fritschi Tecton 12 wird beispielsweise die Kante des Schuhs hinten fixiert. Bei Dynafit werden üblicherweise zwei Pins im Hinterbacken für die Fixierung sorgen. Aber das Prinzip bleibt unterm Strich immer gleich. Nun muss es aber trotzdem einen Grund für die zwei Systeme geben. Schauen wir uns erst das Gewicht an. Man sieht, die Rahmenbindungen sind größer und bulliger als Pinbindungen. Das wirkt sich natürlich auch auf das Gewicht aus. Fairerweise muss man aber heute sagen, dass mittelschwere Pinbindungen und sehr leichte Rahmenbindungen nur noch 100 bis 200 Gramm voneinander unterscheidet. Insofern sind die Gewichtsunterschiede mittlerweile marginal geworden. Das größere Problem bei den Rahmenbindungen stellt hier schon eher die Aufwärtsbewegung dar. Denn hier heißt es erstmal, dass man den gesamten Rahmen mit in die Luft nimmt, wenn die Ferse angehoben wird. Natürlich muss man dadurch auch einen Teil des Gewichts letztlich hochziehen. Außerdem steht man in einer Rahmenbindung eben auf der Bindung bzw. auf dem Rahmen, was zu einer schlechteren Gehperformance oder einem schlechteren Stand führen kann. Bei Pinbindungen steht nur wenige Millimeter über dem Ski und damit quasi dem Boden letztlich auch der Schuh. Das lässt das Gefühl für den Ski deutlich verbessern. Außerdem ist bei der Rahmenbindung eben genau diese auch manchmal im Weg. Genau, große Schritte, vor allem im steilen Gelände, sind mit der Pinbindung leichter, da die Drehung um die Pins als Achse kaum eingeschränkt ist. Und bevor wir uns die Abfahrt anschauen, sprechen wir noch kurz über Komfort. Natürlich ist Komfort am Berg oft Luxus, aber vor allem wenn man Rahmenbindungen und Pinbindungen vergleicht. Denn Pinbindungen sind beim Einstieg im schwierigen Gelände eine Pest sondergleichen. Und das ist gar nicht subjektiv, sondern Fakt. In eine Rahmenbindung steigt man ein und fertig. Eine Pinbindung erfordert aber Präzision bei diesen Zapfen und die ist bei Kälte, im Schnee oder im steilen Hang einfach nicht leicht. Oder anders gesagt, ich kenne niemanden, der schon mal gesagt hat, ach, der Einstieg bei den Pinbindungen, der ist wirklich super. Und jetzt noch zum Thema Abfahrt. Hier entscheidet vor allem der Z-Wert und die entsprechende Einstellung, wie sicher eine Bindung letztlich ist. Und hier ist auch ein großer Problempunkt der Pinbindungen beheimatet. Die Frontbacken haben keinen Z-Wert, in der Regel. Denn nur zwei, drei Ausnahmen haben in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass auch die Frontbacken individuell eingestellt werden können.
Bei den restlichen Bindungen ergibt sich das Auslösen allein durch die Einstellung an der Hinterbacke. Außerdem kommt es bei den meisten Pin-Bindungen zu drehenden Hinterbacken. Das heißt nichts anderes, als dass die bei kurzen, intensiven Schwüngen die Hinterbacke letztlich nachgibt. So verliere ich natürlich Energie und Kraftübertragung auf den Ski, was das Leben im direkten Vergleich spürbar schwerer machen kann. Das ist unter anderem ein Grund für den subtilen Unterschied zwischen Tourenski und Alpinski, wenngleich er natürlich nicht der einzige ist. Oder kurz, die Abfahrtsperformance einer Rahmenbindung ist jener einer Pinbindung spürbar überlegen. Zumindest in den meisten Fällen. Denn mittlerweile gibt es vereinzelte Innovationen auf dem Markt der Pinbindungen, was uns aber gleich zum nächsten Punkt bringt. Rahmenbindungen werden mittlerweile kaum noch weiterentwickelt. Die Pinbindungen jedoch erfahren durch den Skitouren-Hype jetzt ordentlichen Aufwind und jedes Jahr kommen neue spannende, aber vor allem intelligente Konzepte um die Ecke. Beispielsweise die Salomon Shift. Diese Bindung schafft es, die Vorteile der Rahmenbindungen mit den Vorteilen der Pinbindungen in eine Bindung zu stecken und letztlich zu kombinieren. Details zu dieser Bindung findet ihr aber unten in der Videobeschreibung unter einem Link, ist wirklich spannend. Damit ist klar, dass jemand, der sich heute mit den Pinbindungen auseinandersetzt und anfreundet, in ein paar Jahren vielleicht schon auf deutlich verbesserte und noch weiterentwickelte Pinbindungen aufrüsten kann, ohne sich umstellen oder umdenken zu müssen. Und zu guter Letzt muss ich nun auch noch auf ein manchmal vergessenes Sicherheitsproblem und Detail der Pinbindungen hinweisen. Die Auslösefunktion im Aufstieg. Denn ja, Bindungen sollten auch während dem Aufstieg in der Lage sein, auszulösen. Stichwort Lawine. Denn geht im Zuge des Aufstiegs ein Schneebrett ab, dann sollten die Ski schnellstmöglich vom Schuh befreit werden. Der Grund dafür ist, dass der Schnee einen selbst über den Ski noch weiter in die Lawine und damit in die Tiefe drücken kann. Das Problem ist aber, dass die Pinbindungen im Aufstieg für einen guten Halt am Schuh per Hebel fixiert werden. Somit besteht das Risiko, dass genau dieser Worst-Case-Fall eintritt. Bei Rahmenbedingungen besteht jedoch weiterhin der typische Auslösewert. Und wenn wir gerade noch bei den Auslösewerten sind, sollte hier auch noch gesagt sein, dass eine Rahmenbindung in der Regel auch deutlich höhere Z-Werteinstellungen noch annimmt. Werte über 10, teilweise sogar 16 sind hier je nach Modell möglich. Pinbindungen hinken hier deutlich hinterher, vor allem beim Vorderbacken. Schwere Skifahrer, die mit ordentlich Feuer unterm Arsch zum Beispiel auch mal die ein oder andere Piste mit Body Miller mithalten wollen, werden hier mit der Pinbindung schnell auf dem Boden der Realität ankommen. Aber ehrlicherweise muss man natürlich auch sagen, dafür wurden Pinbindungen nie entwickelt. Insofern ist das hier jetzt an dieser Stelle kein Negativ- oder Kritikpunkt, sondern in erster Linie eine Tatsache, über die man Bescheid wissen sollte. Fassen wir das alles also nochmal zusammen. Beim Gewicht gewinnt die Pinbindung. Bei der Abfahrtsperformance die Rahmenbindung. Beim Einstieg auch die Rahmenbindung. Beim Gehkomfort gewinnt die Pinbindung. Bei der Sicherheit im Aufstieg die Rahmenbindung. Und was ich noch nicht erwähnt habe, beim Preis gewinnt ebenfalls die Rahmenbindung. Denn durch die etwas etabliertere Technologie, böse Zungen würden jetzt alt sagen, gibt es Rahmenbindungen schon deutlich günstiger als die Pinontech-Konkurrenz. Was steht also fest? Es kommt eben darauf an, was man damit vorhat, wie viel Budget man hat, was einem wichtig ist und welche Punkte häufiger relevant sind. Und das könnt, wie immer, nur ihr allein am besten entscheiden. Ich bin nur hier für die Klarstellung. Ich hoffe, euch konnte der heutige Ausflug in die Welt von Rahmen und Pin helfen. Mich würde natürlich interessieren, welche Bindung ihr so fahrt, beziehungsweise welche ihr euch zulegen wollt. Marka, Fritschi, Dynafit, Salomon, ATK, schreibt mir das alles bitte gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil!